10 Jahre fuhr kein Auto über die Landsberger Brücke in Leipzig-Wiederitzsch. Am 5. Oktober 2018 um 9 Uhr war es dann endlich soweit. Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Dem Ereignis angemessen fuhren die beiden Stadträte Gerd Heinrich von der CDU und William Grosser von der Linke mit einem Oldtimer als Erste über die Brücke. Wir wollten diese Brücke mal einweihen mit einem Auto, was fast so alt ist wie diese Brücke. Das ist ein Ford Model T aus dem Jahre 1912, wurde noch in handwerklicher Arbeit geschaffen. Und es ist mal eine besondere Sache, dass man eine Brücke auch mal mit so einem alten Auto einweiht. Leipzigs Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau hielt die Eröffnungsrede. Insgesamt 7,3 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Am Bau beteiligten sich maßgeblich der Freistaat Sachsen, der Bund und die Deutsche Bahn AG. Für einen Neubau der Brücke hat Stadtrat Heinrich viele Jahre gekämpft. Es hat einfach 10 Jahre gedauert, bis wir im Stadtrat das erreichen konnten, dass diese Brücke wieder aufgebaut wird. Und das eigentlich nur deshalb, weil viele Fraktionen, couleurübergreifend, also parteiübergreifend, dort zusammengestanden haben, um einfach pragmatisch auch so eine Sache mal als Investitionsvorhaben in den Stadthaushalt einzubringen. Ein kurzer Schnitt und die Brücke ist für den Verkehr freigegeben. Das freut nicht nur die Wiederitzscher und die Bewohner von Lindenthal. Die Umleitungen gehören endlich der Vergangenheit an.